Es ist ein tolles Gefühl, mit dem Rad unterwegs zu sein. Spekte Warm-up. Mein Kampf. So. Ja, das scheint uns. Ja, wie gesagt, scheint es aber für mich zum persönlichen so 0A15 Pokémon. Was ich nicht immer in den Stil nehme. Jetzt haben wir nämlich Kraftwelle. Jetzt kann man ein bisschen Fenster zuschlagen. Jetzt ist es durchaus eine Option für die Kämpfe. Die Flickhaut. Da geht er her. Die Weikerin Maya ist besiegt. So, okay. Da geht's jetzt weiter. Da ist wieder ein Trainer. Ring, ring. Oder passt du auf vor dem Tag? Oder wolltest du mich herausfordern? Klar, ich muss natürlich kämpfen. Frage. Oleg. Oleg hat ein Bonita. Okay. Du hast ein Bonita. Ja, warum nicht? Mach mal. Bleiben wir bei Kraftwelle. Wenn wir so gut können. Aber jetzt steigt relativ schnell auf Level 40. Ne, 37 entwickelt sich das zum Militär alles. So. Gut, dann bleiben wir drauf mit der Kraftwelle, weil die Paralyse dürfen wir nicht nochmal. Das ist der lustige Nebeneffekt dieser Attacke. So, Oleg. Fertig. Den Rennen. Du und ich, wir fahren beide Rad. Wir haben beide Pokémon dabei. Darf ich einfach nicht verlieren. Ach, gut. Du kannst das gut. Elke. Ja, ein starre Lady. Ja, starre Lady könnte uns gefährlich werden. Aber ja, könnte. Lukas, du machst relativ schnell da. Wir sind schneller. Aber es ist neutral, die Kraftwelle. Das reicht für Stachelili, um sie besiegen. So. Und dadurch, dass wir eben Bonita schon geplättet haben, machen wir direkt weiter. Ich nehme natürlich jetzt die Fahrerfunk mit gerne, weil, wie gesagt, wir sind schon bald mit 19. In der letzten Folge erst gefangen. Eingang aus der letzten Folge habe ich jetzt gefangen. Schön doch mal die Paralyse hinterher. Und jetzt gibt es noch einen Fußkick. Jawohl. Okay. Auf die Ecke. Er hat keine Chance. Babla, ich bin vom Rad gefallen. Nicht zu treten, ja. Dein Fahrrad hat keine Gangschaltung, oder? Mal sehen, wenn er vernünftig damit umgehen kann. Nein, kann ich halt auch nicht. Robert. Mit einem starren Lilly. Ah, mein Freund. Langsam, wie gesagt, langsam habe ich extrem gefallen an Lilly. Oh, Schatz. Gegen Staravia werde ich tauschen. Auf die Print. Durch die Fälschung des Felsgrab. Oder gehen. Wie auch immer. Habe ich eine kleine Wand. Aber wie gesagt, das fehlt ja tatsächlich eigentlich noch. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin komplett unschlüssig, was ich nehmen soll. Ein Pokémon ist klar. Ich würde schon gerne Wohn-Pokémon mal nehmen. Die Frage ist welches. Wie gesagt, Charlotte fällt ja jetzt raus, weil die Stahltyp. Ich glaube, ich nicht unbedingt beide Typen drin haben wollte. Die Initiative wird gesunken, deswegen dürfen wir auch nochmal angreifen. So. Robert ist besiegt.
So. Gut. Guck mal gerade, hier unten ist ein Trainer, den ich ungern vergessen will. Solange du noch Kraft hast, kannst du mit deinem Fahrrad überall hin. Arne! Verdammt, so was. Mal wieder nur ein so was. Ja, warte mal ab, wenn ich Psychal oder sowas kann. Dann sieht das wieder ein bisschen was anders aus. Nur die Konfusion. Nehme ich die Auflegung danach raus? Ah, nicht ganz. Jetzt keine Vergiftung hinterher? Natürlich. Das war mir fast klar. Geschichte. Bolita reicht um 20, so. Entwickelt sich übrigens auch noch mit 40. Das ist einfach. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Galoppa, aber ich habe auch noch ein Team. Halt. Die junge Dame hier möchte ich dann hier mitnehmen. An den Radfahren geht es in die Schwierigkeit. Dann möchten die ihre Technik optimieren. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bikerin Rachel. Shinox. Ah, das erinnert mich gerade, dass ich tatsächlich doch den Wasserstarter genommen habe. Ich hätte mal noch einen Feuerstarter nehmen sollen. Aber dann wäre Medizin schon wieder nicht gegangen. Aber ja. Oder Gelast hätte ich auch nehmen können. Hätte ich einen Boden. Kampf. Boden. 14 Pokémon. Ach, Mann. Egal wie das ist, was. Das ist immer falsch. So, okay. Greifen wir nochmal an mit der Kraftwelle. Ich muss die Vergiftung und die Heilung machen. So. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es hin. Jawohl. Ah, das ist schade. Ja, Donnerschock, okay. Die Vergiftung wird es killen. Wenn wir Glück haben. Schade, Mann. Ah, schade. Das war jetzt echt, dass die scheiß Vergiftung, weil ich da selber nicht vorher nachgedacht habe. Ich hätte nicht auf Offenlegung gehen sollen, ich hätte auf Dings gehen sollen. So, für den zweiten Satz, ich war davon mal ein Pflanzenpokémon, wenn wir so ähnliches haben, gehe ich mal mit Nitro-Ladung drauf. Und wir mal den Plus. Das ist noch ein weiterer Shinox. Naja, okay. Wie ich die Fähigkeit vor. Liebe Vitalkraut, holen uns das Medizin wieder zurück ins Rennen. Und dann gehen wir drauf. Ja, noch nicht ganz. Es wird wahrscheinlich aber noch einmal. Jetzt geht's mit dem Donnerschlag rein, okay? So, Geschichte. Tschüss. Scheidung. Ich liebe Fahrräder, aber ich bin nicht sehr gut darin, platte Reifen zu flicken. So, eine weitere Dame, und zwar die Bikerin Katharina. Ja, der Pikachu. Ein weibliches sogar, weil sie ist am Schweif an dem Herz, an der Herzform. Bei dem männlichen ist es wie bei Ash Pikachu einfach nur gerade runter. Fußkick. Sorry Pikachu, aber in your face. Jetzt kommst du erstmal mit einem guten Schlag, okay? Das war mir fast klar. Gott sei Dank die Statik nicht noch angeschlagen, das war
Ah, die ist so. Level 19 übrigens schon mittlerweile. Wow. Also, wie gesagt, ich habe vorhin jetzt gefangen für mit 12. Ich dachte, wir sind ein bisschen schwach auf der Brust, aber wir haben es doch relativ gut mitgenommen. Bisher. Das hat jetzt schon vom Level her gleich Bonita überholt. Aber gut, es wird immer mal besser. Der WC kriegt auf jeden Fall in der nächsten Arena seinen großen Auftritt und im Duell wahrscheinlich mit Kramurx. Weil die nächste Arena ist eine Kampfarena, genau. Die gute Hilda möchte uns dann herausfordern. Aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Oder übernächst mal gut. Wenn du weißt, wenn man die Gänge wechselt, kommt ein Problem uns überall hin. Ach, das ist das gleiche. Das ist aber ein tolles Fahrrad. Ich glaube, die Sticker hier sind genau das Richtige für dich. Drei Himmelsticker. Oh, wir gucken mal, wie eine Kapseldeko. Weil wir können ja mal gucken. Tatsächlich. Für. Kramurx. Ich guck mal, wie wir die getan haben. Filzsticker. Zaubersticker. Wo waren die Himmelsticker denn? Auch. Konfetti, Blüten, ein Himmelsticker. Ach hier. Für Kramurx. Ich guck mal, was da ist. So. Gut. Pokémon auswählen, Kramurx. So. Gut. Gut, liebe Leute. Da wir jetzt soweit durch sind mit dem Radweg, kommen wir mal die Route 206 noch zu Ende. Wir haben nur noch. Oh, wir haben das gerade auch gehört. Ja, gut, 20 Minuten haben wir jetzt gerade etwa. Und wie gesagt, dann werden die Folgen mal ein bisschen länger. Detail.